Sie bringen ein Festmahl und bauen ihr eigenes Gästehaus. Diese Art Besuch gefällt mir. Sieht was etwas jung aus für Raubzüge. Das ist ein gutes Schwert. Wenn die so latwilig da kannst. Ist das alles? Dieses Festmahl muss großartig werden. Ja, es ist unsere letzte Chance. Wolfsmahl! Willkommen in Höfnertorp. Ich bin Eivor, aber das scheint ihr ja schon zu wissen. Du bist uns wohl bekannt. Ich bin Toka Sinriks Dotter. Und der fränkische Langweiler ist mein Berater Piers. Wir sind hier im Namen von Siegfried vom Frankenreich, berühmter Krieger und Anführer der dortigen Nordmänner. Ihr scheint euch hier schon heimisch zu fühlen. Wie sollten wir auch nicht? Was ihr hier aufgebaut habt, ist wunderbar. Das Gästehaus fügt sich gut ein. Wir haben zudem neue Geschmäcker aus dem Frankenland für eure Tafel mitgebracht. Habt ihr Durst? Dann kostet von unserem Würzwein. Sehr großzügig. Einige würden sagen, zu großzügig. Sieh es als Zeichen des guten Willens von meinem Onkel Siegfried. So von Clan zu Clan. Käme heraus, dass ich ein Festmahl verweigert hätte, würde Blut fließen. Ich nehme es also an. Sehr gut. Du ehrst uns. Höfnertorp erinnert mich daran, wie das Frankenland einst war. Wenn ich könnte, käme ich oft zu Besuch. Du wärest willkommen. Jedoch bringt ihr eure Gaben sicher nicht ohne Grund. Ich warte auf den Gefallen, um den ihr uns bitten werdet. Was man über deine Urteilskraft hört, stimmt wohl. Lass mich gern heute bei Ale an deiner Weisheit teilhaben. Beginnen wir? Dann schauen wir mal, ob diese fränkischen Leckerbissen etwas taugen. Essen wir! Kann man nur Ale dem Wallen vorziehen? Gott, ich werde es nie verstehen. Ihr Nordleute besiegt uns Franken vielleicht auf dem Schlachtfeld. Doch im Trinken sind wir ungeschlagen. Wenn es mich betrunken macht, trinke ich es gern. Gibt es denn keine Ansprüche mehr? Ich will euch etwas zeigen. Auf unseren Reisen durch Englerland nahm ich in Raubzügen und Schlachten Schwerter an mich. Dieses holte ich mir in einem Holmgang gegen zwei einfältige Brüder in East Engla. Es mag nur ein Wundenzweig sein, und doch ist es mein Liebling. Ihr habt also alle Winkel dieses Landes bereist, bevor ihr nach Höfnertorp kamt? Wozu? Ich möchte dich und deinesgleichen für die ruhmreichen Raubzüge entlang der Sequana gewinnen. Mit wem hast du bisher gesprochen? Mit vielen. Jarl Heming, Gudrum, sogar Halfdan. Paris selbst soll belagert werden. Und danach werden wir mehr Reichtümer angehäuft haben, als sich irgendwer in Englerland vorzustellen wagt. Lass mich raten, wie viele Jarls sich deinen Raubzügen und Belagerungen anschließen. Keine. Sie begreifen das Ausmaß der Schätze nicht, die wir erbeuten können. Was willst du wirklich, Toka? Jedes Wort, das ich sprach, ist wahr. Aber da ist noch etwas anderes. Eine neue Macht erhebt sich im Frankenreich. Eine Macht welcher Art? Die fränkischen Königreiche wurden unter einem König vereint. Dem fetten Charles. Und mit dieser vereinten Kraft wendet sich Charles nun langsam gegen die nordischen Dörfer. Er tötete meinen Vater und löschte mein Dorf aus. Für deinen Vater und dein Dorf tut es mir leid.
Wir haben jedoch unsere eigenen Sorgen hier in diesem Land. Bleibt Charles an der Macht, werden diese Sorgen wachsen. Nachdem er im Frankenreich fertig ist, wird er nach Englerland kommen. Charles wird dich und deinen Clan verfolgen. Seine Heere verdoppeln sich täglich. Echte Krieger, auch Berittene. Kein Vergleich mit euren sächsischen Bauern und Fischern. Wenn der Rabenclan euch helfen sollte, was würdest du von uns verlangen? Unser Anführer Siegfried bereitet die Belagerung von Paris vor, damit die Franken ihre Taten wieder uns Nordleute überdenken. Und nebenbei werden unsere Langschiffe vollgeladen mit Schätzen. Meine Späher bestätigen die Behauptungen Tokas und ihrer Leute. Doch zuvor sah ich keinen Grund, unseren Clan einzubringen. Siehst du diesen nun? Hat dieser wahnsinnige König Charles es wirklich auf Englerland abgesehen, sollten wir handeln. Dieser Siegfried, von dem sie sprach, versammelt dort Nordleute. Uns ihm anzuschließen, könnte die Gelegenheit sein, sich dem neuen König zu widersetzen. Oder ich könnte diesen Charles selbst treffen und ihn, wenn er nicht verhandeln will, töten. Unser Problem geht über einen König hinaus. Töten wir einen, kommt ein anderer. Sollte er durch einen unserer Nordlinge aus Englerland erschlagen werden, könnte das die Franken noch eher zu uns treiben. Dann werde ich abwägen, wen ich im Frankenreich töte und mit wem ich mich verbünde. Ein ruhiger König könnte Hefnertorp Sicherheit bringen. Lass mich das Schwert sehen. Ich will die Schmiedekunst begutachten. Nein, das ist mein Diebesgut. Na schön. Willst du es mir nicht zeigen, muss ich es mir nehmen. Mach dich bereit, Piers. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Genug. Toka, du kamst hierher, um Hilfe gegen diese neue fränkische Bedrohung zu finden. Der Rabenclan wird dir beistehen. Wirklich? Wirklich? Ich verspreche dir, ihr werdet es nicht bereuen. Suche Piers auf, wenn ihr bereit seid, und wir brechen umgehend ins Frankenland auf. Hab Dank. Nur bei Ale geblieben. Toka sagte, ich solle zu Piers gehen, wenn ich bereit für die Reise ins Frankenland bin. Wolfsmal! Ich hoffe, dein Kopf schmerzt nicht wie der meine. Was für eine Nacht. Aber wir sollten bald gehen. Frankreich aufbrechen. Piers. Wir sind bereit aufzubrechen, wenn du es bist. Ich bin bereit. Das Frankenreich. Land von Carla Magnus und der bittere Lohn Ragnars, der in Paris Unmengen von Silber und Sorgen erbeutete. Nun erhebt sich ein neuer König, der die Franken gegen die Nordleute in die Schlacht führt und brennende Blicke gegen England schickt. Ich muss diesen irren König davon abhalten, den Krieg über das Meer zu tragen. Seine Heere versammeln sich bereits. Und erneut kreisen die Krähen über Paris. Willkommen im Frankenreich! Was? Kein schniefender Gesandte König Charles, um uns zu begrüßen? Glaub mir, Wolfsmal, du wirst früh genug die Wärme seines Großes spüren.
das Ihr irrer König? Wir alle waren beteiligt. Götter. Und dies brächt er nach Hafnatorp. In der Tat. Wir sind gleich da. Doch können wir mit dem Langschiff nicht nach Paris. Die fränkischen Brücken versperren den Weg. Unser Dorf liegt im Landesinneren. Ab hier nehmen wir die Pferde. Die anderen folgen zu Fuß. Könnte uns ein Hinterhalt erwarten? Nicht so nah am Wasser und nicht in der Nacht. Siegfried hat seine Arbeit zu gut gemacht. Ich entlade noch das Schiff. Geht ihr zwei schon voraus. Vielen Dank, Piers. Und Eivor, es gibt etwas, das wir besprechen sollten, wenn ich in Melidunum ankomme. Also dann, sichere Reise. Steig auf! Es ist nur ein kurzer Ritt. Wie soll ich Siegfried unter die Augen treten? Ich sollte Krieger sammeln. Erfolglos. Und doch will er, dass ich eines Tages führe. Die Schuld liegt nicht allein bei dir, Toka. Ja, als sind sie mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Ja, ihr reicht doch starkes Ale und ein guter Kampf. Was ist sonst schon wichtig? Fränkische Speer. Sie behalten uns neuerdings streng im Blick. Was glaubst du, was das heißt? Dass Siegfried seine Arbeit noch nicht beendet hat. Er ist erst fertig, wenn es keine Franken mehr gibt, die man bekämpfen kann. Seitdem Charles uns aus dem Norden vertrieb, schnappen uns Speer nach den Fersen. Er setzt deine Leute stark unter Druck. Du wirst vielleicht früher führen müssen, als du erwartest. Ich bin wohl nicht am besten dafür geeignet. Ich sehe das Langhaus. Wir sind fast da. Es ist merkwürdig, nach so langer Zeit zurückzukehren. Ich dachte, ich käme mit einem Heer. Willkommen in Melidunum. Suchen wir Siegfried. Toka, du bist zurück. Ich hoffe, es verlief alles gut. Folgen die anderen, die du mitbringst, dir nach? Ich muss Siegfried finden. Sicher. Du findest ihn da, wo er immer ist. Ach ja, er wird bei den Gräbern sein und in den Nebel starren. Dort fangen die meisten seiner Tage an. Hier entlang. Unsere Begräbnisstätte. Sinrik, mein Vater, liegt dort mit den anderen. Wir sollten gehen. Etwas an diesem Ort ist sehr beruhigend. Dies ist ein schönes Land. Zumindest wäre es das ohne all die Franken. Dort ist Siegfried. Geh voran. Meine Rückkehr mit so wenigen Verbündeten erfreut ihn vielleicht nicht. Ich werde nicht ruhen, Bruder. Es dauert nicht mehr lang. Deine Ehre wird wiederhergestellt. Das schwöre ich.
Siegfried? Du bist gekommen, Wolfsmal. Gut. Du wusstest, dass ich es bin. Piers schickte Kunde voraus. Deine Axt wird uns ein Segen sein. Ich hörte, die deine war auch nicht untätig. Ja, ich habe viele erschlagen. Auf offenem Feld ehrenvoll, wie Odin es vorsieht. So ist es unsere Art. Aber nicht die ihre. Die Franken zerrten unseren Jarl Zinnrik aus seiner Bettstatt und weideten ihn aus wie einen Feigling. Sie begruben ihn nicht einmal, sondern überließen seine Leiche den Tieren. Diesen Hügel widmete ich ihm. Du willst, dass ich mich gegen die Franken auf eure Seite stelle? Es gibt keine Seiten. Es gibt nur Blutschuld und Rache und den Tod für jene, die auf meine Axt treffen. Wie gefährlich sind diese Franken? Was wollen sie? Verstehst du es nicht? Sie wollen uns so wie Zinnrik, tot und entehrt. Doch ich werde sie die Bedeutung von Ehre lehren. Lass uns nun essen und ich erzähle dir meine Pläne für Paris. Dies ist Vida. Nie kannte ich ein edleres Tier. Der rächende Gott. Ein guter Name. Viele Franken haben ihr Ende unter seinen eisernen Hufen gefunden. Er hasst sie fast so sehr wie ich. Du hast eine Schnitzerei bei Sinriks Grab hinterlegt. Zinnrik gewann sie von mir in einem Holmgang, als wir noch Kinder waren. Das ist Eiktjörnir, der über Odins Halle wacht. Er hielt sie, als ich ihn fand. Nur daran erkannte ich ihn, nachdem die Tiere an seiner Leiche gewesen waren. Unser Raubzug wird der größte seit Ragnars Plünderung von Paris sein, nach der er Langschiffe voller Silber zu König Horik zurückbrachte. Wir werden unsere Kriegstruhen mit Silber und unsere Becher mit Met füllen. Blut und Ruhm! Skull! Hier geht es nicht nur um Silber, Toka. Er wird einfach nicht gern beim Essen gestört. Weißt du, Ragnar kehrte mit mehr als nur Silber zurück. Mehr als Silber? Was noch? Schwerter, Edelsteine, Wein! Geschichten. Über einen toten Heiligen, der Paris verteidigte. Horik war so voller Staunen, er befreite die Christen und richtete die Plünderer hin. Wirklich? Das klingt nicht ruhmreich. Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Tötet die Heiden, bringt mir Siegfrieds Kopf und diesen Kopf ebenso. Lass das Bürschchen leben, dass er davon erzähle. Das was? Bischof Engelwin, ein guter Abend. Oh, Scheiße. Ich darf hier nicht erwischt werden. Durch die Pferde habe ich einen Vorteil, aber der wird nicht reichen.
mir! Du entkommst hier nicht! Ja. Wir arbeiten zusammen! Triff das, du Hund! Wo ist Engelwin hin? Siegfried, warte! Was hat er dir gesagt? Toka, sieh nach den Verwundeten und den Wachen. Sie hätten uns vor dem Angriff warnen sollen. Ich hab doch gesagt, dass er beim Essen nicht gern gestört wird. Lebend hätten wir den Soldaten befragen können. Wildes Herz, kühler Kopf. Oh, das gefällt mir. Wohin reitet Siegfried? Ich vermute, er will Bischof Engelwin suchen. Er hasst ihn mehr als alle anderen. Er war es, der Sinrik tötete. Ja, seinen Schwertbruder und deinen Vater. Das tut mir leid. Nichts hat sich geändert. Wenn überhaupt, sind die Angriffe nun häufiger, wie du siehst. Randvi hatte recht. Ich muss das beenden, bevor es Refnatorp erreicht. Sofern du ihren König nicht dazu bringst, aufzugeben, musst du jeden einzelnen Soldaten im Frankenreich töten. Diese Schlacht wird nicht mit Äxten gewonnen. Ich muss einen Weg finden, Charles zu treffen und ihn vom Angriff auf Engelland abbringen. Denk dran, Charles ermordete Gottfried. Er wird sein Wort nicht halten. Er sollte sterben. Es geht um mehr als nur einen König. Ich muss mit ihm sprechen. Das erwartet mein Clan von mir. Schon möglich, dass du recht hast. Aber mich musst du letztendlich nicht überzeugen. Wenn du Engelwin tötest, hilft dir Siegfried vielleicht, Charles zu finden. Nun beginnst du wie ein Jarl zu denken. Zweimal sind unsere Späher Engelwin in die Armensiedlung südlich von Paris gefolgt. Dort wird Siegfried sein. Ich werde ihn aufsuchen und zurückkehren, wenn Engelwin tot ist. Dann finden wir Charles. Eivor, hier drüben!